nach dem Einzug ins Halbfinale ist Deutschland im Fußballfieber. Heute wollen wir gucken, ob die Begeisterung auch Münster erreicht hat. Also ich habe bisher jedes einzelne Spiel geguckt, soweit ich weiß, bis auf die, die so parallel liefen. Die meisten habe ich mir bis jetzt zu Hause angeschaut, also mit Freunden oder Familie. Und das erste, das Eröffnungsspiel, habe ich mir im Kino angeguckt, also Public Viewing. Also wir folgen ja die EM zu Hause meistens, aber wenn das Deutschland spielt, dann sind wir auch am Hafen. Da gehen wir mit dem Menge ein bisschen auch anzuschauen und Spaß zu kriegen. Zu Hause bin ich mal froh. Ja, ich verfolge sie regelmäßig. Wir gucken uns die Spiele gemeinsam mit den Nachbarn an. Ja, so läuft das. Oh, ich verfolge das zu Hause mit meiner Familie. Ich verfolge sie, aber an abwechselnden Plätzen. Ne? Ja, wir watchen in der Hotel Mozambique. Also wir verfolgen die bei uns zu Hause oder bei den Nachbarn, sind immer mit denen zusammen und haben Riesenspaß. Actually yes, really, I'm a football fan, so I'm watching. And when I don't have to work, I watch at home with my girlfriend. Or a couple of times I went to a known place here in Münster, an Italian place, restaurant. They got the maxi screen. And, yeah. Ich glaube, die ist schon ausgeschieden. Griechenland. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Deutschland ist zwar mein Favorit, aber ich bin persönlich für die spanische Nationalmannschaft. Germany win. Also unser Favorit ist das Deutschland. Ach naja, Deutschland ist aber ganz klar. Deutschland, klar doch. Spanien, weil ich selber auch aus Spanien stamme. Ja, wir natürlich. Deutschland. Tut mir leid, aber Italien, Italien. Ja, Deutschland natürlich. Ich denke, es wird schwer, gegen Italien zu gewinnen. Nein. Wer ist denn nochmal der Torwart? Jetzt bin ich auseinander. Torwart. Mit Rot. Roy. Reus. Reus, ja. Ich kenne Philipp Lahm, Schweinsteiger, Tilkowski. Podolski und Klose. Also fangen wir beim Torwart an. Neuer, Manuel Neuer. Dann hinten Mats Hummels, Philipp Lahm, Holger Badstuber, Jerome Boateng, Lars Bender ist das, glaube ich, ja. Sami Khedira, Mesut Özil, wen haben wir noch? Thomas Müller, Lukas Podolski natürlich, André Schürrle, Marco Reus, Mario Gomez, Miroslav Klose und wen habe ich noch vergessen? Ja, Ersatztorhüter natürlich Tim Wiese. Ja! Ja! Goal! Ja! Forza Italia, Forza Azzurri, vai Mario Balotelli! The first verse, okay? Yeah. The first. Fratelli d'Italia, l'Italia se testa dell'elmo.